Jo Leute, willkommen auf dem Kanal von V-Prime. Lasst einfach mal ein Like da und ein Abo. Ist mir scheißegal. Ne? Wünsche tatsächlich dem Evgeni hier, ne, alles Gute, ne, weil er seine Traumfrau gefunden hat, hoffe ich mal, ne. Also ich sag mal so, wo ich den Evgeni kennengelernt habe, ne, der war tatsächlich, ja, ziemlich depressiv, ne, hat immer geweint. Aber dann, wo ich ihn einmal mit der Marie getroffen habe, ne, sahen die sehr, sehr glücklich aus. Und eines Nachts, ne, wo ich die an der Scheune gesehen habe, wo der Evgeni gebückt war und die Marie ihren Po hochgestreckt hat, ne, wo er das Arschloch geleckt hat, das Wo? hat einiges gezeigt, ne, What the fuck? Dass die auf jeden Fall sehr, sehr glücklich sind, ne. Da habe ich direkt meinen Papierhut wieder runtergezogen und bin durchgezogen, ne. Also, ich sag mal so, das ist ein Traumpaar, ne. Das, keine Ahnung, habe ich noch nie hier gesehen, ne. Dann, ja, ich wünsche euch alles Gute, ne, auf dem weiteren Wege. Ne, hochlebe die Zelle. Ja, ne, danke dir, ne. Vielen Dank. Sie können beide jetzt verlassen, das Gelände. Alles hier. Gut, wir haben es geklärt. Alles nee, gut, das war ein Versehen. Das war ein Nein, Versehen. Es jetzt. War ein Versehen, du dumme die Kuh. Ich schlag jetzt. Dich gleich wieder zusammen, verdammte Scheiße. Ich brauch immer du blöde, ich mach dich fertig. Ich bring dich. Oh, Entschuldigung, hey. Schleicher. Ich muss kurz die Frau umbringen gehen. Lass mich durch. Bitch. Raffst es auch nicht, ne? Du raffst es einfach nicht. Verdammte Scheiße, ey. Jetzt schnell weg. Halt, stehen bleiben! Stehen bleiben! Schnell stehen weg. Bleiben! Stehen bleiben! Oh Gott! Oh Gott! Ist denn, nehmen Sie die fest? Ich habe dir doch gesagt. Ja, ich nehme meine Handschellen an. Ja, ich hab's was geschafft. Gut, nehmen Sie die fest. Vorläufig festgenommen, Sie haben das Recht zu schweigen. Sie haben das Recht auf Selbstvertretung sowie ein Weißt du, jetzt kannst du eine hohe Gambo machen, ne? Was heißt, Doni, ich habe locker einen Monat nicht aktiv Gambo gemacht. Ja, ja, genau. Und gestern? Was war gestern? Hatte? Gestern war ich gar nicht da. Ja, können wir im Kindergarten Doni, ich hab gesagt, drauf dich, ne, kannst du gleich gehen. Nee, können wir nicht. Wer redet überhaupt hier, Mann? Doni, ja, rede mal leise. Ich auch mal, Alter. Gut, Doni, Platzverweis. Nein! Ich Stunden, du darfst den Platz räumen. Ich wünsche dir auch einen wunderschönen Tag. Ich hab gar nichts, Junge. Gut, Doni. Was laberst du, ich hab dir jetzt einen Platzverweis ausgesprochen. Rede halt, entweder entfernst du dich jetzt von mir oder du kriegst die dementsprechende Akte. Labersack, Alter. Irgendwas willst du, Alter? Geh mal weg. Labadababa. Ach so, er will doch Schieß mir vorher gekündigt. Dann hast du das Recht zu schweigen, das Recht auf den Schaden. Okay, Anwalt, sich selber zu vertreten. Lass dann einmal mitkommen. Polizeigewalt. Ja, hier wäre es zu krass, hier würden, glaub mir, das ist ein bisschen... Das Ding ja. ist, das Ding ist... Oh, ich bin tot. Ich bin rausgesprungen. Ja, wir sind auch hip. Wir sind tot. Durch, Digga. Sandy Airfield, Sandy Airfield! Sandy Airfield! Er ist einfach rausgesprungen. Ecke. Er ist einfach rausgeflogen. Guter Pilot. Schwere Beamtenbeleidigung. Der die schwere Beamtenbeleidigung, weil ich Vollidiot nenne, du Hurensohn! Du Hurensohn! Das ist die schwere Beamtenbeleidigung, wenn ich dich Vollidiot nenne! Was bist du denn für eine Nullnummer, du Schwanz? Du hässlicher Schwanz, Digga! Du kleiner Ficker, Junge! Du Hurensohn! Das ist schwere Beamtenbeleidigung, du Hurensohn! Und jetzt bring mich in den Knast, du kleiner Nuttensohn! Warum so aggressiv? Weil er ein Hurensohn ist. Digga, er spielt hier Call of Duty, ballert mich 10-mal um. Dann sage ich, warum schießt du mich um, du Vollidiot? Ja, das ist die schwere, das ist die Beamtenbeleidigung und Widerstand und Missachtung polizeilicher Anweisung. Werd dich in den Arsch gefickt, du Idiot. Jetzt müssen alle erstmal raus. Hey! Hallo. What the fuck? Er ist ein Hurensohn. What the fuck? Ja, ey. Hey. Was zur Hölle? Was ist mit denen? What the fuck? Ja, ich hab, wie sind die mal, Jungs? What the fuck? Die ganzen Aussteller, die sind hier, oder was? Wer ist das? Was passiert? Bitte mal aus, was wir in Klärung setzen. Ja. Genau, bis jemand da ist. Das ergibt tatsächlich für mich gar keinen Sinn und deswegen werde ich die Akte jetzt auch so verstecken wollen. Also ich gehe davon aus, dass Sie zu Ihrem Wort stehen. Sie haben uns das Angebot gemacht, dass Sie aus Toleranz... Ich müssen wir das jetzt erst auf die komplizierte Art machen? Wirklich? Müssen wir das machen? Ja, können wir machen. Ne? Ja, okay, blöd Arsch. Oh mein Gott! Und oh mein Herr, somit ist der Fall jetzt für euch alle erledigt, ja? Ach du meine Güte. Ach, du bist gefesselt? Ja, wo sind die gelandet mit ja. dem Cargus? Ich muss mal ein Bier zischen, Mann. Weißt du, was ich an dir nie mochte?
Was? Du bist ein arrogantes Arschloch, Mann. Ich sag's dir ehrlich, wie es ist. Und würde dieser Lappen dich nicht lieben, hätte ich dich schon längst umgeschäppert. Du bist jemand, der einfach nur eine große Fresse hat und noch nicht mal eine Frau geklärt hat. Stirbst dafür, weil du glaubst, ich bin eine Jungfrau, du Fotze. Diese Jungfrau bumst die ganzen Triaden weg, Mann. Egal ob Mann oder Frau. Alter Fex, was geht dir? Ajo, was jetzt? Was war das? Ey Rossi, ich hab extra noch so geweint und so ein bisschen lange geredet, damit du nicht Langeweile hast. Tut mir leid wegen Koma, ne? Ich hab dich lieb, Brudi. Hä? Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Oh fuck, tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid. Geht's Ihnen gut? Vagos par vida! Idiot. Wieso? Ich bin Fan von denen. Und deine Fresse schreie nicht rum. Entschuldigung, oh Gott, es tut mir so leid, ich wusste das nicht, Sir. Entschuldigung. Es tut mir so leid, es ist schon. Komm, Memo. Memo wartet auf Papa. Jetzt hab ich mich angepinkelt, weil der so gefährlich und cool ist. Der hat mich so böse angeschrien. Haltet da Hardcore rein, jetzt einfach noch ein Hardcore reinhalten. Komm. Vorne am Lab ist einer. Wir sind vor dem Lab direkt schon. Links vom Lab. Einer liegt. Oben auf dem Berg sind noch zwei. Digga, das kannst du mir nicht erzählen. Digga, dass er... Ach, Digga. Das ist doch so ein Witz. Digga, das ist doch so ein Witz, als ob er... Ach, Digga. Hey, yo, Bab, das ist crazy. Ja, mein Leben ist ein Albtraum. Alles ist so scheiße ohne dich, Babe. Ja, mein Leben ist ein Albtraum. Alles ist so leer ohne dich, Babe. Ja, mein Leben ist ein Albtraum. Scheiße ohne dich, Babe. Ja, mein Leben ist ein Albtraum. Alles ist so leer ohne dich, Babe. Würde so gerne jeden Tag mit dir verbringen. Glaub mir, du warst die beste Babe in so vielen Dingen. Ja, ich seh in deinen Augen, du hast so viel gesehen.